Mario Games sind der Inbegriff für Spaß, Leute, und nach all den Jahren schafft Nintendo es immer noch, kreative neue Elemente mit einzubringen, die dem Franchise einfach wieder Leben einhauchen und Spaß machen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt knapp 300 Mario Games auf dem Markt, die alle entweder mit oder aus dem Mario-Universum sind. Und da, Leute, kann es unmöglich sein, dass alle Spiele so gut sind, wie zum Beispiel ein New Super Mario Bros. Oder jetzt auch ein Super Mario Odyssey. Und ganz genau, Leute, um diese Schandflecke, die Mario in die Welt gesetzt hat, die Nintendo in die Welt gesetzt hat, um die geht es heute. Ich will in diesem kleinen Format, was jetzt ab und zu kommt, euch drei richtig trashige, schlechte Mario-Spiele vorstellen. Und Leute, eins sage ich euch gesagt, haltet euch schon mal fest, es gibt so viel Scheiße da draußen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, Leute. Viel Spaß! Oh, hello! It's me, Mario! Say, I'm hungry. Have you got any food? I'm a bet you can't do this. Wenn es euch gerade ein bisschen verstört hat, dann ist das nichts Außergewöhnliches, Leute, denn dieser Kopf, dieser komische 3D-animierte Kopf mit Charles Martinets Stimme, ist aus dem Spiel Mario Teaches Typing 2 und da ist auch der Name Programm, Leute. Mario bringt euch nämlich das Tippen bei auf der Tastatur und es ist eins von diesen grausamen Lernspielen mit Mario, wo sie einfach so versucht haben, den jungen Leuten, den Kindern irgendwie das Lernen schmackhaft zu machen mit Mario, eine Figur, die sie kennen, eine Figur, die sie mit Spaß verbinden, einfach mit einer Sache zu kombinieren, die keinen Spaß macht und das ist nämlich Lernen, Leute. Das Spiel an sich ist auch ziemlich denn oben sieht man eine Cutscene, wie Mario zum Beispiel läuft und Blöcke kaputt schlägt, wie man es kennt aus Mario-Spielen. Das einzige Gameplay-Element ist letztendlich, die Wörter, die dort oben stehen, so schnell wie möglich in die Tastatur einzugeben und die Cutscene voranzutreiben. Ja, Leute, es ist ziemlich scheiße. Und dann, wie gesagt, immer dieser 3D-Kopf noch, dieser creepy 3D-Kopf, der einen zwischen den Levels noch Angst bereitet. Und hätte ich dieses Spiel gespielt als kleines Kind, hätte ich Albträume gekriegt von diesem Mario. Das zweite Spiel, was ich euch vorstelle, ist Marios Game Gallery. Und das klingt ja erstmal ziemlich spannend. Aber, Leute, es ist auch wieder nur ein Spiel, was mit im Gesicht von Mario und Leute, das war das Debüt von Charles Martinet, der Stimme, der Mario-Stimme, die wir heute kennen. Da hatte er seinen ersten Auftritt und ich muss zugeben, die Textlines von ihm sind ziemlich genial, aber die Spiele, Leute, das sind alles alte, eher langweilige Gesellschaftsspielchen, die man dort macht, wo man einen Kniffel spielt oder Backgammon oder so richtig langweilige Spiele einfach nur im Mario-Design. Okay, Leute, wenn ich diese Spiele irgendwann virtuell spielen sollte, dann werde ich wahrscheinlich das eher in einem Mario-Gewand spielen als irgendwie so, aber Leute, die Spiele an sich bleiben langweilig und es ist einfach nur eine Lizenzvergewaltigung von Mario. So, Leute, das letzte trashige Mario-Spiel, was ich euch vorstelle, ist Hotel Mario. Da gehört habt ihr bestimmt schon davon, Leute, und es ist richtig scheiße. Es sieht nicht nur so scheiße aus, nein, es hat sogar diese Meme-Cutscene von Mario, wie er mit Luigi ins Mushroom Kingdom geht, ins Leben gerufen. Und die Handlung, Bowser hat Peach in sein Hotel entführt und Mario und Luigi müssen sie befreien. Und das klingt ja erstmal nach einer normalen Mario-Handlung, es ist ja nichts Besonderes jetzt. Aber es ist unter den Fans als schlimmstes Mario-Spiel überhaupt bekannt und verantwortlich ist dafür, dass Philips CDI, eine Konsole, die schnell den Bach runtergegangen ist. Und für die wurde halt auch Mario entwickelt, wie auch zwei Zelda-Titel, Leute, die auch richtig trashy und scheiße sind. Aber Mario wurde auch nicht verschont und wurde einfach für diese Konsole benutzt. Kann man fast schon sagen. Das Spiel ist einfach ein richtiger Haufen, Leute. Und zwar seht ihr hier, man muss einfach nur diese Türen schließen. Das ist das Spielelement. Das ist das Spiel, Leute. Man muss diese Türen schließen, muss nach oben, muss alle Türen schließen. Oh Gott, das ist wirklich eine Beleidigung, wenn man als kleines Kind in den Laden läuft, sieht ein Spiel, hält die Hülle in der Hand mit Mario drauf und spielt dann so ein Spiel, wo man die ganze Zeit Türen schließt. Also das ist wirklich eine Beleidigung. Und dann immer noch diese Trashing-Cutscene, wo man dann einfach mit der gleichen Animation, aber mit einem anderen Hintergrund ins nächste Hotel läuft. Richtig billig, Leute. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, dann sehe ich, ob das Format euch überhaupt gefällt. Dann mache ich einen zweiten Teil oder wenn es euch überhaupt nicht gefällt, dann wird das Ganze den Bach runtergehen. Genau wie die Spiele, die ich euch vorgestellt habe, Leute. Auf jeden Fall gibt es noch einige Trash-Spiele, die ich euch zeigen kann. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.